Hallo Leute, hier wieder eure Zuschauerwitze. Danke für die ganzen Einsendungen und nun viel Spaß. Was ist dumm und fliegt? Fragte Lehrer. Hans sagt, die Hausaufgaben. Chuck Norris hat einen Grizzlybär-Teppich. Der Bär lebt, hat bloß Angst, sich zu bewegen. Wie nennt man einen russischen Baum? Ein Dimitri. Schön flach. Sagt der Bruder, die Pizzen sind nicht gesund für dich. Darauf ich, ach, der Arzt hat es mir empfohlen. Darauf der Bruder, ja, welcher denn? Ja, der Dr. Oetker. Wenn du 5 Frauen ansprichst, bekommst du 3-mal eine gelangt und 2-mal klappt es. Putin reitet auf dem Bären. Chuck Norris reitet auf Putin. Wenn Bibi mit Wap-Wap und Helene Fischer mit Atemlos zusammen auftreten, was rufen dann alle? Ui, Zwillinge. Herr Doktor, alle behaupten, ich wäre eine Uhr. Ach, die wollen sie doch nur aufziehen. Es gibt 3 verschiedene Zustände, mit denen man bestimmen kann, ob etwas passt. Es gibt richtig, es gibt falsch und dann gibt es noch richtig falsch. Oh ja, da hast du recht. Sagt eine Frau zu ihrem Mann, lass uns Röhre verlegen. Darauf der Mann, weißt du, wie schwer die Teile sind? Wenn man in GTA 5 ein Polizeiauto berührt, sagen die Polizisten, tötet ihn! Wenn man mit einer Panzerfaust rumläuft, denken sie, ach, netter Kerl. Ja, so ist er. Fritzchen geht in den Zigarettenladen und will Zigaretten haben. Darauf die Verkäuferin, ach, du bist doch noch viel zu klein. Geht Fritzchen raus und heult. Kommt der Polizist vorbei. Warum weinst du denn? Darauf Fritzchen, ach, die Frau wollte mir keine Zigaretten verkaufen. Darauf der Polizist, ach, sag einfach, du bist 22 Jahre alt. Dein Führerschein ist in Gully gefallen und deine Mutter auf der Intensivstation. 5 Minuten später im Zigarettenladen. Fritzchen, ich hätte gerne 4 Packungen Zigaretten. Darauf die Verkäuferin, du bist doch noch viel zu klein. Darauf Fritzchen, ich bin 220 Jahre alt, meine Mutter ist im Gully gefallen und mein Führerschein auf der Intensivstation. Ui. Johanna zum Papa. Ich wünsche mir als Geschenk ein Pony zu Weihnachten. Darauf Papa, geht in Ordnung. Dann Johanna, wirklich? Ich liebe dich über alles. Darauf der Vater am Heiligabend. So Johanna, dein Friseurtermin steht. Oh je. Ein Mann geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Doktor, sind die Laborergebnisse schon da? Ich sterbe vor Neugier. Darauf der Doktor, nicht nur deswegen. Ihr Böse. Danke für die ganzen Einsendungen und danke fürs Gucken. Tschüss!